Als erstes beginnen wir mal mit einem kleinen Einstieg. Also die Frage, wie genau sind nachhaltige Geldanlagen denn eigentlich einzuordnen? Was genau sind nachhaltige Geldanlagen? Ich habe das mal mitgebracht. Das ist für viele von Ihnen, ich sehe das ja auch, viele sind ja auch sehr regelmäßig bei uns in Webinaren, respektive viele von Ihnen sind ja auch Kunden. Insofern, für viele wird das nicht besonders spannend sein. Ich habe es aber mal mitgebracht. Das magische Dreieck der Geldanlage. Das typische Dreigestirn aus Sicherheit, Liquidität und Rendite. Diese drei Faktoren sind bei der Geldanlage typischerweise irgendwie unter einen Hut zu bringen. Und das ist eben einfach in Kombination mit dem Anlagehorizont, der Risikobereitschaft und der jeweiligen Zielsetzung, die ich eben als Anlegerin oder Anleger habe, dann in Form einer Anlagestrategie bzw. eines Depots umzusetzen. Warum habe ich das mitgebracht? Das hat überhaupt nichts mit nachhaltiger Geldanlage zu tun, sondern es gilt generell für Geldanlage. Ich finde es einfach nur wichtig, dieses Dreigestirn zwischen Rendite, Sicherheit und Liquidität wird natürlich auch durch das Thema Nachhaltigkeit nicht außer Kraft gesetzt. Denn leider, das stelle ich immer wieder fest, auch in teilweise fachlich sehr fundierten Vorträgen oder auch in den Medien, gerade auch so in der Presse, wird es manchmal so dargestellt, als hätte Nachhaltigkeit irgendetwas damit zu tun, dass sich hier dieses Thema Sicherheit plötzlich automatisch deutlich erhöht. Wir werden noch sehen, der Aspekt spielt zwar mit rein, aber in der Regel reden wir, das werden wir auch noch sehen, wenn wir aktuell über nachhaltige Geldanlagen reden, eben über Aktieninvestments. Und da muss man sagen, ich habe das selbst mal in einem Fachvortrag erlebt, da von vollkommener Sicherheit zu sprechen, halte ich doch für etwas verfehlt. Also hier vorab nur mal der Hinweis, der wahrscheinlich Ihnen allen klar ist, aber es war mir wichtig, das nochmal zu sagen, der Ausschluss dieser drei Kriterien gegenseitig, ja, das ist nie komplett 100% alles miteinander vereinbar und daran ändert auch das Thema Nachhaltigkeit eben einfach nichts. Das an dieser Stelle nur mal kurz vorausgeschickt. So, um jetzt sagen zu können, was genau sind nachhaltige Geldanlagen oder wie sind die denn zu klassifizieren? Auch nochmal ein Klassiker, auch das kennen die meisten wahrscheinlich, wenn man regelmäßig unsere Webinare und vor allem den Kollegen Herrn Leichtweiß hört, dann kennt man das wirklich auswendig. Mir ist es aber wichtig, weil es bei der nachhaltigen Geldanlage tatsächlich mehrere Aspekte geben kann, auf die die Nachhaltigkeit wirkt. Denn wenn ich mir jetzt überlege, ich habe ein Wertpapier, also konkret, wir werden uns heute Abend hauptsächlich eben mit Investmentfonds beschäftigen, habe ich immer einen Inhalt und eine Verpackung. Der Fonds ist die Verpackung und der Inhalt typischerweise eben eine Aktie oder beziehungsweise ein Korb an Aktien. So, soweit erstmal die Systematik, die Sie von uns sowieso kennen. Und diese Unterscheidung hat viele Aspekte und ist für viele verschiedene Bereiche wichtig. Die ersten vier kennen Sie, das sind die typischen, die wir immer nennen. Nämlich die Frage, okay, was genau, wie genau funktioniert mein Vermögen? Bekomme ich eben ein Verständnis, welche Inhalte mein Vermögen überhaupt hat? Und das bekomme ich eben nur, wenn ich Inhalt und Verpackung unterscheide und kann dann auch besser künftige Anlageentscheidungen treffen und mein Erwartungsmanagement ist auch viel besser, weil ich nämlich einfach anhand des Inhalts viel besser beurteilen kann, welche Rendite- und Risikoparameter mein Vermögen denn eigentlich enthält. So, jetzt das dunkelblaue Dickgedruckte ist die Besonderheit in Bezug auf die Nachhaltigkeit, nämlich die Frage, naja, wie umfassend soll die Nachhaltigkeit denn eigentlich sein? Ja, typischerweise, und das ist eigentlich auch das, was aus meiner Sicht zumindest zum heutigen Stand, das ist, was Sinn macht, bezieht sich das Ganze, das werden wir auch noch sehen, auf den Inhalt. Ja, das heißt also auf die jetzt, bei dem Beispiel des Aktienfonds zu bleiben, auf die in dem Aktienfonds enthaltenen Aktien. Typischerweise bezieht sich das nicht zwingend auf die Verpackung, also den Fonds. Denn wenn Sie das weiterdenken, müssen Sie sich wirklich überlegen, okay, ich wähle eine Fondsgesellschaft, ein Management und so weiter, das wirklich auch ja selbst von der Unternehmensführung her komplett nachhaltig agiert, beispielsweise, anhand der Kriterien, die wir jetzt gleich noch hören. Ja, das heißt also, die Frage ist immer, ich vergleiche das gerne mit dem
bitte verzeihen Sie diesen doch sehr stereotypen Vergleich, aber es ist am einfachsten. Ich vergleiche das immer gerne mit dem veganen Lebensstil. Wenn ich mich konventionell ernähre und einfach alles esse, was mir eben so in den Einkaufswagen kommt und ich mir da gar nicht großartig Gedanken drüber mache, dann stellen sich mir beim Einkaufen eigentlich nur die Fragen, was möchte ich denn gerne essen und vielleicht noch, wie viel Geld möchte ich ausgeben. Die Frage, wie das Ganze produziert ist, ob ich auf Tierwohl achte, ob ich auf andere Gesundheitsaspekte oder wie auch immer achten möchte, die stellen sich nicht. In dem Moment, in dem ich aber anfange, andere Aspekte zu integrieren, wie jetzt Extrembeispiel veganer Lebensstil, muss ich mich plötzlich mit Fragestellungen beschäftigen, die hatte ich vorher gar nicht. Nämlich eben die Tatsache, wie genau ist denn jetzt Bio definiert, was genau bedeutet denn jetzt, ist jetzt bei vegan ein bisschen schwierig, aber was bedeutet denn jetzt bei Eiern eigentlich Bodenhaltung? Das sind alles Fragestellungen, die muss ich mir als konventioneller Konsument, egal ob bei Lebensmitteln oder eben auch bei der Geldanlage, einfach gar nicht stellen. In dem Moment, in dem ich sage, Nachhaltigkeit ist ein Thema, ist es zumindest mal ein Aspekt, über den ich nachdenken sollte, wie weit will ich denn mit meiner Nachhaltigkeit gehen? Nochmal aus meiner Sicht zum heutigen Zeitpunkt von dem, was der Markt auch anbietet und von dem, was wir auch gleich von der fachlichen Seite noch sehen werden, macht es relativ wenig Sinn, das Ganze zu extrem zu treiben und sage ich mal, die Integration zu umfassend zu machen, sondern letzten Endes macht es Sinn, sich da auf den Inhalt, also in dem Fall die Aktien, zu beschränken. So, hier nochmal typische Inhalte, typische Verpackung, das will ich jetzt aber gar nicht großartig kommentieren. Viele von Ihnen, die meisten, wenn ich das so überblicke, kennen das sowieso. Diejenigen, die es nicht kennen, sie finden auf unserer Webseite extrem viele Videos und Artikel zum Thema Inhalt und Verpackung, Vermögensstrukturanalyse, da ist das alles ganz genau erklärt. So. Jetzt wirklich zum Thema Nachhaltigkeit. Also erstmal ist ja der Begriff Nachhaltigkeit, der ist ja also inflationär verwendet in allen sich bietenden Lebenslagen. Ja, grundsätzlich ist Nachhaltigkeit erstmal, wenn man einfach mal die Definition anschaut, eben ein Handlungsprinzip, bei dem es darum geht, Ressourcen so zu nutzen, dass sie stabil und regenerationsfähig bleiben. Das heißt also, ein System kann so weit genutzt werden, dass es als System nach wie vor funktioniert. Also eben nicht dieses Thema Ressourcenausbeutung, so dass das System am Ende zusammenbricht. Das ist erstmal Nachhaltigkeit. So, das hatte ich eingangs schon gesagt. Das Problem ist jetzt einfach, wir kommen hier mit diesem Thema Nachhaltigkeit so ein bisschen auch immer in dieses Thema ethisch-moralische. So, und jetzt hat nun mal einfach jeder Mensch, jeder Anleger oder ja auch jeder sehr professionelle Anleger, da sehen wir auch noch Beispiele gleich, eben einfach ein eigenes Werte- und Normensystem. Und es kommt immer darauf an, aus welchem Hintergrund derjenige kommt. Deshalb kann die Auslegung des Begriffs Nachhaltigkeit eigentlich gar nicht einheitlich sein. Und das macht das Ganze eben auf der einen Seite so spannend und auf der anderen Seite eben auch so kompliziert, was die Geldanlage angeht. Ja, ich kann da eben ganz einfach rangehen, kann sagen, naja, ganz ehrlich, es ist jetzt mal besser als nichts, ja, also um bei unserem Eierbeispiel zu bleiben, selbst wenn es nur das Discounter-Bio ist, ist es immer noch besser als irgendwie total konventionell und immer noch, ich mache das jetzt mal. Genauso werden wir das jetzt auch gleich sehen und das ist eigentlich heute Abend auch so der Ansatz, dass ich Ihnen einfach mal Aspekte an die Hand geben will, wie man es erstmal ganz einfach umsetzen kann. Aber man kann sich da natürlich auch unglaublich viele Gedanken machen. Und es gibt auch schon inzwischen schon einige Anbieter am Markt, die das auch wirklich sehr, sehr umfangreich machen und da wirklich tolle Lösungen bieten. Ja, aber das ist natürlich eben einfach das Thema. Der Begriff ist nicht einheitlich greifbar. Dann kommen noch dazu, es gibt Sprachbarrieren. Ja, das Thema ist natürlich sehr international. Es wird ja auch ist ja schon auf EU-Ebene eine Initiative, dass das Thema Nachhaltigkeit im Übrigen sowieso früher oder später standardmäßig in die Wertpapierregulierung mit einfließen wird. Und jetzt streitet man sich auf EU-Ebene gerade auf Deutsch, Französisch, Englisch, jetzt mal als größten Hauptvertreter, über den Begriff Sustainability. Ja, das ist extrem schwierig, weil irgendwie definiert den halt jeder anders. Ja, in Deutschland ist das Thema Nachhaltigkeit, es kommt auch so ein bisschen aus der Vergangenheit, als wir schon mal so dieses Thema Umwelt- und Ökofonds hatten, immer relativ stark mit dem Umweltaspekt verknüpft.
Ich erlebe das auch selbst oft in Beratung, wenn das Thema Nachhaltigkeit und so weiter auf den Tisch kommt, dann haben Kunden ganz oft erstmal das so im Hinterkopf. Ja, das Thema, es ergeben sich Problemstellungen und Fragen, die man sonst nicht hat, das hatte ich eben schon angesprochen, Stichwort veganes Essen, und man muss sich halt plötzlich Gedanken machen. Ja, man macht sich Gedanken, die hatte man halt vorher nicht. Das Schöne ist, es hat halt auch wirklich Mehrwerte und das werden wir jetzt gleich auch noch sehen. Das hatte ich auch schon gesagt. Also aktuell spielt sich die Nachhaltigkeit hauptsächlich auf der Inhaltsebene ab. Also eben auf diesem Thema Aktien respektive Anleihen. Ja, das sind jetzt eigentlich mal so die beiden Hauptkategorien, die es zu betrachten gibt. Ja, das habe ich hier auch mal aufgeführt, also Aktien von Unternehmen, Anleihen von Unternehmen, teilweise, also das ist letzten Endes Unterkategorien, ja, also das erlebe ich auch ganz oft. Ich glaube, das Paradebeispiel für nachhaltige Geldanlage ist der Lyxo World Water ETF oder der World Water Index und der am häufigsten gekaufte ETF darauf ist der Lyxo World Water ETF. Weil das ist halt irgendwie, das kann man halt so greifen. Ja, und Wasser, das irgendwie hört sich das super an, ist jetzt auch nichts Schlechtes. Das ist aber erstmal eine Unterkategorie der Nachhaltigkeitsfonds. Weil das ist ein themenbezogener Fonds. Es geht nämlich um Wasser. Ja, das heißt, es ist ein nachhaltiger Aktienfonds der Unterkategorie Wasser. Es gibt auch, habe ich auch mal aufgeschrieben, zum Beispiel Themenfonds, die haben den Fokus auf CO2-Reduktion oder, ja, also wir hatten ja letzten Freitag Weltfrauentag, dieses Thema Geschlechtergleichstellung, Gender Equality. Also es gibt Fonds, die haben eben wirklich den Fokus darauf, Unternehmen auszuwählen, die sich besonders stark für dieses Thema Gender Equality, also Gleichstellung und so weiter, stark machen, respektive eine besonders hohe Frauenquote in den Führungspositionen haben und so weiter und so fort. Da ist wirklich, also da gibt es unglaublich viel Auswahl und das bringt uns wieder zum Thema, man muss halt wissen, was man will. Wie speziell will ich werden? Ja, Stichwort speziell, das Thema Green Bonds, das sind dann wirklich eben Anleihen, also Bonds, wie der Name sagt, die eben konkret herausgegeben werden, um einzelne grüne Projekte zu finanzieren. Windräder, Bau von gewissen nachhaltigen Gebäuden etc. Es kann alles Mögliche sein, aber es sind in der Regel sehr Themen, also sehr, sehr fokussierte Projekte. Green Bonds bilden wirklich ein konkretes Projekt ab. Genau, dieses Thema Einzelinvestitionen, das ist ja so ein bisschen das, was ich eben schon gesagt hatte, gibt es. Ja, es gibt auch teilweise unternehmerische Beteiligungen in diesem Bereich. Das sind aber alles Sachen, damit will ich mich heute Abend gar nicht beschäftigen, weil die bieten keine ausreichende Streuung, die sind zu speziell. Das macht jetzt einfach am heutigen Abend keinen Sinn. So, das heißt also, wir haben jetzt gelernt, nachhaltige Geldanlagen sind keine eigene Vermögensklasse, sondern es ist sozusagen ein Filter, den man über bestehende Vermögensklassen drüber legt. So ist die Systematik. So, ein ganz tolles Zitat von Al Gore, der ja wirklich sich in dem Bereich sehr, sehr stark macht. Und zwar ist das aus Davos vom... Ich meine letzten Jahr. Ja, wir haben jetzt, ja, vom letzten Jahr, aus einer Konferenz am Weltwirtschaftsforum, in der er eben sagt, naja, die Nachhaltigkeitsrevolution hat im Prinzip die Ausprägung der industriellen Revolution, also die Auswirkung der industriellen Revolution, aber eben die Geschwindigkeit der digitalen Revolution. Also wirklich erstmal schon ein deutliches Statement, ja, dass er sagt, also dieses Thema ist eben extrem wichtig. Da geht es jetzt natürlich nicht nur um das Thema nachhaltige Geldanlage, sondern geht es generell um das Thema Nachhaltigkeit. Ja, aber da sieht man doch mal, und ich würde sagen, das ist auch absolut zu unterschreiben, das Thema ist extrem wichtig und hat natürlich Einfluss. Ja, wie wichtig und wie groß der Einfluss auch ist, sieht man zum Beispiel mal an zwei Meldungen, das sind
zwei von unglaublich vielen Meldungen zu dem Thema. Die Allianz ist bereits 2018 komplett aus dem Thema Kohle ausgestiegen. Das heißt also, die legen sowohl Gelder im Versicherungsbereich nicht mehr in kohlebezogene Themen an, beziehungsweise achten da sowieso auch teilweise auf Nachhaltigkeitskriterien, aber die versichern auch keine Kohlekraftwerke mehr, beispielsweise. Und die Hannover Rück macht das ganz genauso. Ja, also zwei sehr, sehr große Versicherer, die doch auch durchaus Gelder verwalten, also große Gelder verwalten so, haben da doch ein deutliches Statement, und das ist sowieso so ein Thema. Also dieser ganze Aspekt nachhaltige Geldanlage, deswegen muss ich auch immer so ein bisschen darüber schmunzeln, wenn es heißt, es sei so ein Modethema. Da muss ich sagen, das ist ein bisschen kurz gedacht, weil die institutionellen Investoren, also jetzt hier mal Beispiel Allianz, Hannover Rück, große Stiftungen, die Kirche, wir werden gleich ein Beispiel zu dem Thema sehen, die wirklich große Gelder verwalten, da ist das jetzt nichts Neues. Ja, also der Ansatz, nachhaltig zu investieren, je nachdem, wie das eigene Wertesystem aussieht, also anhand dieses eigenen Wertesystems, weil wenn ich natürlich so viel Geld verwalte, habe ich natürlich auch die Möglichkeit, mir wirklich komplett eigen was zu strukturieren, das ist in dem Bereich nicht neu.